Guten Tag zusammen. Ich darf Sie und euch recht herzlich zur Pressekonferenz nach dem Spiel KFC Uerdingen gegen Eintracht Braunschweig begrüßen. Vor 3422 Zuschauern verliert der KFC 1:2. Links von mir sitzt Braunschweigs Trainer Christian Flügmann. Zu meiner Rechten Heiko Vogel, unser Coach. Herr Flügmann, bitte. Zur ersten Halbzeit kann ich nur sagen, war ich nicht so zufrieden, weil wir uns zu sehr reindrücken lassen haben. Haben wir Uerdingen wirklich das Positionsspiel überlassen, die Halbräume freigegeben, wo konnten sie oft auflegen, haben wir viele Flanken verteidigen müssen. Klar, eine zwingende Torschance war es, glaube ich, aus der ersten Halbzeit heraus. Wir haben keine Ruhe gekriegt, wir haben gut viele Balleroberungen gehabt, aber dann ganz viele Ballverluste sofort im Posten. Da sagt ihr, okay, da hatte ich das Gefühl, dass die Mannschaft so ein bisschen hinterherläuft. Das Gefühl hatten sie auch, die Mannschaft, und da haben wir gesagt, okay, das ist aber gar nicht so, weil wir drei wirklich gute Chancen haben, auch in der ersten Halbzeit in einzelnen Führung zu gehen. Ja, zweite Halbzeit, dann haben wir ein bisschen phasenweise ein bisschen mutiger schon nach vorne verteidigt, auch ein bisschen mutiger gespielt. Dann geraten wir durch eine Standardsituation in Rückstand. Zu diesem Zeitpunkt dann in meinen Augen verdient, Anfang der zweiten Halbzeit. Aber dann kam die rote Karte, das war so ein Schlüsselmoment, glaube ich, oder auch generell der Rückstand. Dann haben wir ganz aggressiv nach vorne verteidigt, hatten auch viele Aktionen, Ballstaffetten drin, gute Kontermöglichkeiten. Die rote Karte hat uns dann, glaube ich, in dem Moment wirklich zu blöd einmal geholfen, weil dann wurde klar, okay, jetzt müssen wir richtig gegen den Ball arbeiten und so möglichen Möglichkeiten erarbeiten. Und durch einen Sonntagsschuss dann den Ausgleich gemacht, so zwei Sonntagsschüsse auch mit dem Führungstreffer, dann 2-1 nach hinten heraus. Ja, ein schöner Sieg für uns, will ich die Euphorie mitzunehmen, auch motivierender Sieg, aber von der Art und Weise, jetzt als Trainer, wenn ich als Trainer spreche, sage ich, kann man nicht so ganz so zufrieden sein. Vielen Dank. Heiko, dein Statement? Ja, Christian hat richtig, du hast richtig gesagt, ich glaube, der Knackpunkt für uns war auch die rote Karte, und zwar im Negativen. Ich denke, dass wir erste Halbzeit uns ist bewusst, so wie wir spielen, dass es dann die eine oder andere Konterchance gab. Ja, die hat dann Lucky vereitelt, aber ansonsten war das nahezu, haben nur wir stattgefunden, Braunschweig gar nicht. Bis zur roten Karte sah ich das auch so. Und danach, warum? Das ist die Psychologie des Spiels. Die Mannschaft, die zu 10 spielt, glaubt, wenn wir jetzt was holen müssen, müssen wir Prozente drauflegen. Und die Mannschaft, die zu 11 spielt, die glaubt, jetzt reichen auch 99%, 99% reichen nie. Und wie so oft in der letzten Zeit, ich glaube, dass wir sehr gute Spiele so von der Anlage her absolvieren, haben das große Problem, dass wir nie einen Lauf kreieren. Aber darüber dürfen wir uns nicht beschweren. Ja? Was ein Lauf ist und wie man einen Lauf kreiert, das hat uns Braunschweig gezeigt, Sonntagsschuss. Ein Sonntagsschuss ist natürlich glücklich, aber nee, ein Sonntagsschuss kann ich nur treffen, wenn ich den auch abgebe. Ja? Wir geben ja gar keinen Sonntagsschuss ab. Wir geben ja keinem Schuss die Möglichkeit, ein Sonntagsschuss zu werden. Das ist das eine, das moniere ich. Und dann der abgefälschte Ball natürlich passt in unsere Situation. Ja? Alles, was schief gehen kann, Murphy's Law, geht schief. Und alles, was gut gehen könnte, geht auch schief. Insofern bin ich enttäuscht, bin aber zufrieden, wie die Mannschaft aufgetreten hat. Ich glaube, dass Braunschweig keine Chance gegen unser Pressing gehabt hat. Und müssen aber trotzdem mit 0 Punkten jetzt in die Woche gehen. Danke, Heiko. Bevor wir zu den Fragen kommen, noch eine Info zu Adriano Grimaldi. Der Spieler ist jetzt auf dem Weg nach Hause. Morgen finden weitere Untersuchungen statt. Bitte, gibt es Fragen? Keine Fragen. Dann habe ich noch eine abschließende Info. Der KFC und Stefan Aigner haben sich einvernehmlich auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Eine Pressemeldung dazu geht jetzt auch sofort raus. Vielen Dank. Am Freitag spielen wir bei Rot-Weiß Essen im Pokal und ich hoffe, dass wir uns dann alle wiedersehen. Vielen Dank. Schönen Sonntag noch.